The Queen of Wish. Kannst du mal ein bisschen rüberrutschen? Hier ist gar nicht mehr so viel Platz. Ja, weil wir aufräumen müssen. Ich sitze mitten in unserem letzten Video. Hi, ihr Lieben. Wir haben heute ein neues Video für euch. Und es ist euer Lieblingsformat. Ein BFF-Battle. Das ist gut, das war richtig gut. Da könnte ich Anführer einer Blaskapelle werden. Aber es geht nicht darum, wer die besseren Blaskapellen-Sounds nachstellen kann. Leider. In unserem heutigen Video geht es darum, wer die cooleren und verrückteren Dinge bei Wish findet. Euer Lieblingsformat mit unserem Lieblingsshop. Für Dinge, die man nicht braucht. Nach denen man auch nicht sucht, sondern man findet sie. Aber man ist ein bisschen glücklicher, wenn man sie gefunden hat. Ihr könnt schon mal jetzt super gerne einen Daumen nach oben da lassen. Du fängst mit dem ersten Ding an. Soll ich noch kurz erklären? Erkläre. Ihr wisst ja, BFF-Battle ist ja ganz klar, wer ist besser. Und heute geht es darum, wer hat die cooleren Sachen gekauft. Ich habe mir Sachen bestellt, Vicky hat sich Sachen bestellt. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, was ich alles bestellt habe. Ihr wisst ja, wie das ist. Bei Wish bestellt man vor 3 Monaten und dann kommt es heute an. Immer eine Sache und dann wieder eine Sache und dann wieder eine Sache. Und es dauert 3 Monate, bis alles da ist. Ja, deswegen bin ich selbst sehr gespannt. Und natürlich das Allerwichtigste, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, guckt euch die Sachen an und schreibt am Ende des Videos, wer es besser gemacht hat. Denn ein BFF-Battle funktioniert nur mit euch, also nur, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wer gewonnen hat. Hashtag Team Vicky, wenn ich gewonnen habe. Oder Hashtag Team Sarina, das bin ich. Bitte zeig mir deine erste Sache. Das ist was Cooles. Hau raus. Darauf habe ich mich gefreut. Es wird ein Kampf, den du mit mir machen musst. Oh, Boxhandschuhe? Wasserbombenschlacht! Oh, das finde ich richtig cool. Und dieses Teil, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das ist ein Wasserbomben-Auffüllgerät, wo man ganz viele Wasserbomben auf einmal machen kann. Soll man einfach an den Wasser anschließen können und dann tschuk, hat man ganz viele Wasserbomben. Und die sind dann auch alle gleich verschlossen, weil die haben hier schon so ein Ringchen drauf und dann machen die plopp, plopp, plopp und fallen alle perfekt vorbereitet runter. Und ganz ehrlich, das Schlimmste an der Wasserbombenschlacht ist doch das Wasserbomben vorbereiten. Auf den Wasseranschluss draufdrehen, Schüssel drunter halten und Wassermarsch. Und fertig sind die Wasserbomben. Wie gut hat das einfach geklappt? Außer, dass ein paar irgendwie nicht so ganz dicht sind. Aber so schnell habe ich auch noch die Wasserbomben aufgefüllt. Los geht's. Ausstattung. Her damit. Anschlag. Du kriegst dich nicht. Die platzen ja gar nicht. Aber hey, ich fange hiermit an. Das ist richtig gut. Das sieht so unscheinbar aus. Ja. Das sind Wandhaken. Die sind klein und durchsichtig. Aber bei diesem Wish-Vorschaubild hängt ein Mann dran. An einem Haken? Ja, da hängt ein Mann dran. Ich bin zwar kein Mann, aber ich hänge mich da dran. Ah, das zieht man ab und dann. Ja, viele kleine Löcher und die saugen sich dann an. Ein Designwettbewerb gewinnt schon mal nicht. Und ein Qualitätswettbewerb auch nicht. Ich habe jetzt einen Strick und einen Haken. Da muss man noch die Folie abziehen und dann kann ich mich da draufhängen. Ich mache es auf den Türstock, aber ich denke, der bricht nicht so leicht ab. Der wird schon nicht abbrechen. Vielleicht reißt es den Haken vorher raus. So. Und jetzt? Was tust du da? Das ist ja voll gefährlich. Dreh dich mal um und häng dich so dran. Oh, Vicky geht ins Ganze. Seid ihr bereit? Ja, Mann. Okay. Zähl mal meine Füße. Wir haben nur den Haken kaputt gemacht, Leute. Den Haken hat aufgebogen. Okay, mach nochmal. Vielleicht geht's jetzt. Aber das hält ja jetzt nicht mehr. Du musst das irgendwie wieder durchbekommen. Warte, ich brauche Werkzeug. Ich habe keine Ahnung, was Vicky da gerade gemacht hat, aber es scheint erstmal zu halten. Magst du dich draufhängen? Nein, mach du das. Jetzt fäll ich aber oben. 1, 2, 3. Ich wusste, dass das passiert, Leute. Okay, komm, der Test ist ja mal so gar nicht bestanden. Aber es geht leicht wieder ab. Oh, das ist ja gut. Wow, verloren. Bist du bereit? Oh ja. Das ist nämlich nicht so cool und spektakulär. Könnt ihr bitte mal in die Kommentare schreiben, Sarina soll sich beim BFF-Battle nicht immer selbst runterziehen?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das einfach nur aus Spaß bestellt habe oder wirklich für dieses Video. Aber ich nehme es jetzt einfach dazu. Zeig es uns. Das ist doch der Oberhammer. Ein Löffel, auf dem steht I love Nutella. Das ist doch wichtig. Das braucht jeder. Jeder hat hin und wieder mal diese Tage, an denen man einfach nur Nutella löffeln will. Und guck mal, wie lang der Stiel ist. Da wird man nicht alles schmutzig, wenn man bis nach unten ins Glas will. Das gehört aber mir. Na, aber du fandest es ja gerade blöd. Schmeckt von diesem Löffel das Nutella besser? Ich pack's noch schnell aus. Bei meinem nächsten Produkt handelt es sich nämlich um ein Polaroid-Album. Ich fand, das sah so schön aus und mein derzeitiges Polaroid-Album ist jetzt voll. Und deswegen habe ich mir ein neues bestellt. Das ist so ein ganz normales Polaroid-Album, aber ich finde das Design voll süß. Kriege ich jetzt Punkte dafür? Ich habe hier noch... Sie hat keine Ahnung mehr, was sie bestellt hat. Das könnte aber auch daran liegen, dass in echt die Sachen ganz anders aussehen als im Internet. Ah ja, Twister. Oh mein Gott, wie cool. Kennt ihr Twister? Das wollte ich immer haben. Ich habe es immer in der Werbung gesehen und dachte so, wow, das ist das lustigste Spiel dieser Erde. Und ich hatte es nie. Hier hat man ein XL-Spielfeld. Man spielt mit vollem Körpereinsatz. Und dieses zerknautschte Ding soll einem sagen, was man zu tun hat. Linke Hand auf Rot. Spielst du mit mir? Ja, klar. Hallo, Twister. Ganz kurz zu den Regeln. Ich habe hier die Anleitung. Das ist hier die Scheibe, die man drehen muss. Rechte Hand auf Spinner's Choice. Du darfst das aussuchen, wie du willst. Nicht der, der gedreht hat. Wer ist denn der, der dreht? Achso, ich drehe für dich, oder wie? Und dann darfst du sagen, wohin meine rechte Hand kommt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das hier treffe, rechter Fuß auf grün. Das ist ganz einfach. Eine Wolke eher. Ja, in die Luft strecken. Ich drehe für dich. Whoop. Und wir haben beide ein Kleid an, was auch nicht so vorteilhaft ist. Rechter Fuß in die Luft. Linker Fuß auf grün. Okay, habe ich. Linke Hand auf gelb. Das Problem ist, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ich habe jetzt linke Hand auf gelb. Ah, das ist jetzt schon anstrengend. Ah, hier, dreh. Rechte Hand auf grün. Nein. Linke Hand, linker Fuß auf rot. Nein. Hier, du kannst drehen. Wo ist es denn? Rechter Fuß auf blau. Das ist so anstrengend. Linke Hand auf blau. Vicky ist komplett verloren. Ein Sturz. Das ist ja voll das Workout. Jetzt ist der Moment. Der Moment, wo ich meinen größten Triumph auspacke. Mein Gewinnerprodukt. Echt jetzt? Ja. Sie blöst nur. Achtung. Es sind zwei Sachen. Ich habe natürlich auch an dich gedacht. Eins für dich, eins für mich. Oh, das war teuer. Echt? Wie viel? Über 50 Euro. Was? Für Wisch ist das sowas wie 1000 Euro. Das stimmt. Rot oder blau? Rot. Rot für dich. Blau für mich. Eine Luftmatratze? Mm-mm. Es hat nichts mit Wasser zu tun, obwohl man das im ersten Moment denken könnte. Das sind diese Kugeln, in die man reingeht und dann kann man so gegeneinander bouncen. Ehrlich jetzt? Diese riesigen, wo ein ganzer Mensch reingeht. Da müssen wir einen Helm aufsetzen. Ja, wir können auch einen Helm aufsetzen und Ellenbogenschütze und Knieschütze und Stahlkappenschuhe. Und wir machen es am besten in einer Hüpfburg. Im Wasser. Dann kann uns nichts mehr passieren, außer ein Hai kommt vorbei. Zum Glück sind wir ausgestattet mit dieser Pumpe. Sonst wären wir, glaube ich, aufgeschmissen. Jetzt wird's aufgepustet. Ah! Ich schätze mal hier. Ja. Es tut sich schon was. Das erste ist einfach fertig. Mann, das ist riesig. Das ist die Nummer 2. Das macht man sich, glaube ich, um die Schultern oder so. Bist du ready? Hier muss ich jetzt rein. Das ist echt ein merkwürdiges Spielzeug. Vielleicht ist es weniger merkwürdig, wenn wir gegeneinander laufen. Ich muss es irgendwie schlauer machen als du. Viel Glück. Hä? Alles klar? Macht das Spaß? Mann, ich brauch dich so einen Hang. Mal runterkugeln. Das ist der Mini-Abgrund. Da kannst du genau eine halbe Rolle machen. Okay, ich bin bereit. Cool.
Es war jetzt nicht lange, aber es war wirklich lustig. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskommen soll. Nach diesem XL-Mega-Ding von dir habe ich was Kleines. Socken. Du darfst dir ein paar aussuchen. Oh, die haben ja ein Herzchen. Ich nehme die gestreiften. Nein, die möchte ich nicht hergeben. Eigentlich darfst du nur die. Danke. Das ist ein Zeichen, dass du mir das schwarze Herz gibst? Ups. Okay. Und hier hinten ist so ein Herz und das sieht dann mega niedlich aus, wenn man das so mit Turnschuhen, Sneakers anhat. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, Socken bei Wish zu bestellen. Wish ist auch sehr bekannt für ihre Haushaltsartikel, mit denen man im Haushalt ein leichteres Leben hat. Das hier sind keine Massagehandschuhe, wie ihr vielleicht vermuten mögt. Nö. Mit denen kann man ganz easy Geschirr spülen. Du hast eine Spülmaschine. Aber man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, wann man mal 3 Monate ohne Küche leben muss und man in der Dusche abspülen muss. Dann habe ich das hier. Damit macht man einfach so und alles ist sauber, weil das sind so Noppen, die putzen. Ich möchte dir mal die Hand geben. Darf man nicht während Corona eigentlich, aber das ist ein Schutzhandschuh. Hiermit kann man auch Corona-Leuten die Hand geben. Das stimmt nicht, aber in Corona-Zeit. Hallo, guten Tag. Hallo. Darina, mein Name. Ein atemberaubendes Gefühl. Wir dürfen Vicky jetzt beim Abwaschen zusehen. Ich ziehe einfach mal beide Handschuhe an. Hä, was machst du denn jetzt? Irgendwie kommt die Kamera nicht so klar. Spülmittel mache ich einfach mal hier auf die Handschuhe. Ich glaube, das ist gefährlich, weil das so richtig glitschig ist und ich die Tasse gar nicht festhalten kann. Gefährlich für die Tasse? Fühlt sich das so an, als wäre ich ein Superheld, der mit seinen bloßen Händen abspülen kann. Ob das sauber wird? Ja, schon. Wie ist deine Bewertung? Irgendwie ist es eigenartig, aber irgendwie auch cool. Ich stelle es lieber in die Spülmaschine. Ich habe da auch noch was. Das ist ein Gewinnerprodukt. Bisher war noch keins dabei. Hallo, du bist gemein. Ich gebe es zu. Also die Wasserbomben und Twister waren schon der Oberhammer. Da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Das hat wieder mit Wasser zu tun. Sieht schon mal sehr süß aus. Hier kommt dann Wasser raus. Schlauch ist besorgt. Schlauch wird angesteckt. Ich hoffe, das hält. Wasser, Marsch. Noch passiert einfach nichts. Sieht schlecht aus. Was ist passiert? Versuch Nummer 1000. So, geregelt. Das sieht gut aus. Ja. Ja, der Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Wir wissen es noch nicht. Es geht los. Wird das noch mehr? Wir stellen uns in die Mitte, okay? Was würdet ihr von einem BFF-Battle mit Kleidung, wie heißt dieses andere Ding? Verschnober. Ah. Was würdet ihr davon halten? Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Vergesst auf gar keinen Fall in die Kommentare zu schreiben, wer die cooleren Produkte bei Wish bestellt hat. Hashtag Team Sarina oder Hashtag Team Vicky. Jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Tschüss. Tschüss.